Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu meinem Talk zum Thema Datenschutz und digitale Prüfungen, eine schwierige Beziehung. Ja, wieso könnte das eine schwierige Beziehung sein, stellt sich vielleicht die Frage. Es geht darum, dass digitale Prüfungen, und zwar im weitesten Sinne mündlich, schriftlich, on Campus, off Campus, seit genau genommen März 2020 einen großen Aufschwung genommen haben, weil zu diesem Zeitpunkt die Covid-19-Epidemie ausbrach. Ab diesem Zeitpunkt mussten die Universitäten ihre Räumlichkeiten weitgehend schließen, um den Prüfungsanspruch der Studierenden, der ja weiter bestand, zu gewährleisten, mussten sie unter hohem Zeitdruck aber auf digitale Prüfungsformate ausweichen. Die Universitäten haben auf diesem Weg sehr oft aus dem Zeitmangel aus der Hüfte geschossen, sowohl aus der Sicht des Prüfungsrechts als auch und insbesondere aus der Sicht des Datenschutzes. Um die neuen Unis in Baden-Württemberg, ich selbst bin aus Baden-Württemberg, bei der wissenschaftlichen Begleitung und der Etablierung der neuen digitalen Prüfungsformate zu unterstützen, und zwar sowohl didaktisch als auch rechtlich, wurde dort das Landesprojekt PEP ins Leben gerufen. PEP bedeutet Partnerschaft für innovative E-Prüfungen, Projektverbund. Auf PEP werde ich im Folgenden ganz kurz eingehen, bevor ich weiter zum Thema Datenschutz überleite. Mit dem Projekt PEP wollen die baden-württembergischen Universitäten die Potenziale elektronischer Prüfungen gemeinsam besser erschließen. Dabei geht es um die Stärkung der Kompetenzorientierung. Es geht um mehr Mobilität und Flexibilität bei der Durchführung digitaler Prüfungen und um eine größere Lernendenzentrierung von Prüfungen. PEP stützt sich hauptsächlich auf die zwei Säulen Reallabore und Querschnittscluster. In den Reallaboren werden die technischen Lösungen für digitale Prüfungen entwickelt. Das heißt, dort sitzen hauptsächlich die Praktiker, die digitale Prüfungen in unterschiedlichen Prüfungsformaten testen und ausrollen. Dann gibt es die Querschnittscluster, in denen hochschuldidaktische, rechtliche und ethische Fragestellungen bearbeitet werden. Eins von den beiden Querschnittsclustern ist eine Gruppe von Fachleuten, die sich, wie gesagt, rechtlichen Fragestellungen widmet, und einer davon bin ich. Den Rahmen des Projektes PEP wird durch eine Beteiligung des Hochschulnetzwerkes Digitalisierung der Lehre Baden-Württemberg, HNDBW, und durch das Hochschuldidaktikzentrum Baden-Württemberg, HDZ, gegeben. Es findet eine Förderung durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre statt. Und die Koordination liegt bei der Universität Freiburg. Bei den Reallaboren, die an den meisten neuen baden-württembergischen Universitäten existieren, geht es hauptsächlich darum, dass neue Prüfungsvorhaben mit lokalen Akteuren aus der Lehre abgestimmt werden. Es gibt Empfehlungen aus der Arbeitsgruppe Rechtsfragen, das ist eins der beiden Querschnittscluster, die dafür als Grundlage genutzt werden. Die Fachleute aus den Reallaboren geben dabei aufkommende Fragen mit rechtlichem Bezug wiederum an das Teilprojekt zu Rechtsfragen weiter. Diese nimmt die Fragen aus den Reallaboren auf und spricht daraufhin an die Reallabore Empfehlungen aus. Es werden diese Empfehlungen auch Entscheidungsträger auf der Ebene der Prüfungsämter, der Universitätsverwaltungen und den Datenschutz weitergeleitet. Die Arbeitsgruppe Rechtsfragen spricht schließlich Empfehlungen zu der rechtssicheren Umsetzung von digitalen Prüfungen unter Darlegung der rechtlichen Grundlagen aus. Der Vorteil dieser Arbeitsweise der Zusammenarbeit von Fachleuten, von Praktikern in den Reallaboren mit Juristen aus der Arbeitsgruppe Rechtsfragen ist, dass dadurch Synergieeffekte entstehen, die von allen neuen Universitäten des Landes Baden-Württemberg genutzt werden können. Ich werde jetzt ganz kurz auf das
auf die Rechtsgrundlagen des Datenschutzes eingehen. Seit 2018 gilt die Datenschutzgrundverordnung in allen EU-Ländern. Diese gilt im Unterschied zu dem vorher geltenden Recht grundsätzlich unmittelbar und einheitlich in allen EU-Ländern. Nur da, wo bestimmte Öffnungsklauseln der DSGVO es zulassen, können die EU-Mitgliedstaaten das Datenschutzrecht darüber hinaus weitergehend regeln. In Deutschland gibt es natürlich nach wie vor das Bundesdatenschutzgesetz. Das gilt aber im Unterschied zu dem Zustand vor 2018 im Prinzip nur noch für die Bundesverwaltung, auch für die Forschungseinrichtungen des Bundes und für den privaten Sektor. Für die Landesuniversitäten gilt das Bundesdatenschutzgesetz dagegen nicht. Da gibt es bestimmte Regelungen in den Landeshochschulgesetzen, in Baden-Württemberg insbesondere Paragraph 12 Landeshochschulgesetz. Von spezifischer Bedeutung für Online-Prüfungen sind in Baden-Württemberg die Paragraphen 32a und 32b Landeshochschulgesetz. Und dann gibt es natürlich in jedem Bundesland auch noch die Landesdatenschutzgesetze. Oft bekommt man von den Fachleuten so ein bisschen den Eindruck, zurückgemeldet, dass Datenschutz zwar eine schöne Sache ist, aber so ein bisschen als bürokratisches Hindernis in der Lehre und auch in der Forschung betrachtet wird. Dazu muss man Folgendes sagen. Grundsätzlich ist der Datenschutz nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern es handelt sich um ein Grundrecht. Dazu stellt Artikel 8 der Grundrechtecharta der EU fest, jede Person hat das Recht auf den Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Darum handelt es sich beim Datenschutz nicht um ein bürokratisches Hindernis, sondern um eine unverzichtbare Voraussetzung für Demokratie und ein Zeichen einer offenen Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Wichtig ist, dass die mit Datenschutz betrauten Fachleuten gegenüber den Experten aus Lehre und Forschung betonen, dass sie damit auch Vorteile einhandeln und nicht nur Hindernisse. Es geht um die Herstellung von Rechtssicherheit, Vertrauensschutz und es geht auch um Partizipationsrechte, weil den Betroffenen von Datenverarbeitung durch die DSGVO eine ganze Reihe von Mitspracherechten eingeräumt werden. Ich werde nun im Folgenden ganz kurz auf bestimmte digitale Prüfungsszenarien eingehen, sie benennen und im Folgenden dann eins davon besonders beleuchten aus der Sicht des Datenschutzes. Man kann die verschiedenen digitalen Prüfungsarten einteilen in schriftlich, mündlich, digital, natürlich, weil wir da von digitalen Prüfungsformen reden sowieso, und Präsenz und in Absenz. Wenn wir von schriftlichen digitalen Klausuren, die in Präsenz, also in universitären Räumlichkeiten oder in von der Uni gemieteten Räumlichkeiten reden, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie diese durchgeführt werden können. Es gibt die Bring Your Own Device Klausur. Die läuft so ab, dass den Prüflingen im Vorhinein von der Universität eine bestimmte Software, ein sogenannter Safe Exam Browser, zum Download zur Verfügung gestellt wird. Die Studierenden müssen diesen Safe Exam Browser auf ihrem Gerät installieren und können dann mit diesem Gerät am Prüfungstag zur Uni kommen. Wenn sie kein entsprechendes geeignetes Gerät haben, muss die Uni ihnen natürlich ein entsprechendes passendes Gerät zur Verfügung stellen. Zum Prüfungsbeginn starten die Studierenden den Safe Exam Browser auf ihrem Gerät, loggen sich ein und bekommen ihre Prüfungsaufgabe zugeteilt. Der Nachteil dieses Verfahrens liegt darin, dass die Hardware, zum Teil auch die Software, die ja von den Studierenden mitgebracht wird, von den Universitäten nur begrenzt überwacht werden kann. Der Vorteil der Uni ist, dass im Vergleich zu der anderen Variante der Kosten- und Verwaltungsaufwand relativ gering ist. Die andere Variante besteht darin, dass die Universität die gesamte Hardware und Infrastruktur der Prüfung zur Verfügung stellt, in Gestalt eines PC-Pools, der ganz komplett mit Chromebooks ausgestattet oder mit anderen Geräten, Chromebooks sind ein Beispiel, ausgestattet wird. Dadurch hat die Universität einen relativ hohen Kosten- und auch Verwaltungsaufwand, da ja nicht nur die Geräte angeschafft und gewartet werden müssen, sie müssen auch zu jedem Prüfungstermin in den entsprechenden PC-Pools
zur Verfügung gestellt werden. Die Vorteile dagegen sind natürlich, dass die gesamte IT-Infrastruktur komplett unter der Kontrolle der Uni steht. Es handelt sich um uni-eigene Geräte. Deswegen bestehen auch bei dieser Prüfungsvariante so gut wie keine datenschutzrechtlichen Bedenken. Dann gibt es die Version der schriftlichen digitalen Klausur, die in Absenz geschrieben wird. Das sieht so aus, dass die Studierenden zu Hause oder beziehungsweise in ihrer Studentenwohnung sind, sich mit ihrem Gerät in die Uni einloggen, ebenfalls wie bei der Bring Your Own Device Klausur einen bestimmten Browser installieren müssen. Dieser Browser läuft im Kiosk-Modus. Das bedeutet, sobald der Browser einmal gestartet ist, ist nur das Bildschirmfenster des Browsers zu sehen. Und ich habe nicht mehr als Studierender die Möglichkeit, mit Tastenkombination oder wie auch immer zu anderen Programmen zu wechseln oder auf Ressourcen auf der eigenen Festplatte zuzugreifen. Grundsätzlich besteht bei dieser Prüfungsvariante ein relativ schwer zu lösendes Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und Chancengleichheit. Die Universität ist natürlich gesetzlich zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Verpflichtungen gehalten. Gleichzeitig muss sie aber auch die Chancengleichheit gewähren. Diese ist bei dieser Prüfungsvariante insbesondere dadurch eine Herausforderung, weil zumindest in Baden-Württemberg die Rechtslage so ist, dass den Studierenden immer auch zumindest alternativ die Möglichkeit einer Klausurteilnahme in Präsenz, also in der Uni, eingeräumt werden muss. Und wenn ich eine Klausur an der Uni schreibe, bin ich unter der ständigen Aufsicht einer von der Aufsichtspersonen, wohingegen in meinen eigenen Räumlichkeiten, wenn ich am Computer sitze, diese Aufsicht im Prinzip erstmal so nicht besteht. Natürlich gibt es Möglichkeiten, diese Aufsicht gewissermaßen zu simulieren. Darauf gehe ich gleich noch ein. Eine weitere Variante, digitale Klausuren in Absenz durchzuführen, ist die Open Book Klausur. Die ist möglicherweise eine Alternative zu den Closed Book Klausuren. Der Unterschied ist der, dass bei der Closed Book Klausur die Anzahl der Hilfsmittel limitiert ist, wohingegen bei der Open Book Klausur grundsätzlich alle Hilfsmittel, die dem Studierenden zur Verfügung stehen, genutzt werden dürfen. Wenn die Open Book Klausur aber eine Klausur sein soll, im Unterschied zur Hausarbeit, muss sie genau wie eine Klausur in Präsenz dauernd beaufsichtigt werden. Dann kann man natürlich auch zu Hause Studierende mündlich prüfen. Das sieht im Prinzip nicht viel anders aus als das, was wir hier gerade machen, nämlich es wird eine Videokonferenz durchgeführt. Am einen Ende der Leitung sitzen die Prüfenden der Universität. Am anderen Ende der Leitung sitzt der Studierende, der mehr oder minder erfolgreich versucht, die Fragen der Leute aus der Universität zu beachten. Da sind die datenschutzrechtlichen Probleme relativ gering, da ja im Prinzip ganz ähnlich, als wenn der Studierende jetzt in Präsenz zur Uni geht und an der mündlichen Prüfung teilnimmt, ständig ein Sichtkontakt zwischen den Prüfenden und den zu Prüfenden besteht und dadurch die potenziellen Täuschungsmöglichkeiten natürlich sehr viel geringer sind. Ich gehe jetzt in meinen folgenden Ausführungen auf die Prüfungssituation ein, bei denen eine schriftliche digitale Prüfung in Absenz geschrieben wird, also in privaten Räumlichkeiten der Studierenden. Diese Art von Prüfung wurde ebenfalls ab März 2020 an einigen Hochschulen oder an relativ vielen Hochschulen eingeführt. Den Studierenden wird dann, wie ich schon gesagt habe, ein sogenannter Self-Exam-Browser zum Download zur Verfügung gestellt. Der Studierende muss diesen Browser installieren. In der Regel wird dann auch verlangt, dass die Kamera, dass die Webcam und das Mikrofon des Studierendenrechners während der Klausur eingeschaltet sein muss. Bei dieser Prüfungsvariante ergeben sich zahlreiche, sehr viele
Incompleto, kaum zu erfassenden Täuschungsmöglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass der Studierende eine zweite Person im Zimmer hat. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass der Studierende sich mit anderen Studierenden, die am gleichen Tag die gleiche Klausur schreiben, in einer Wohnung zusammensetzt und dann eine Art Teamwork gewissermaßen stattfindet. Es gibt die Möglichkeit, dass der Studierende im Zimmer ein zweites Gerät hat, ob PC, Handy oder Tablet oder was auch immer. Es gibt die Möglichkeit, dass der Studierende andere Zimmer in der Wohnung mit Spickzetteln tapeziert hat oder außerhalb des Kamerawinkels Lösungsschemata bereithält, die er dann während der Klausur nutzt. Es gibt sogar die Möglichkeit, um den Safe Exam Browser auszutricksen, dass der Studierende vor der Prüfung eine virtuelle Maschine installiert, auf der dann der Safe Exam Browser läuft. Gleichzeitig kann er dann noch auf seinen eigentlichen Computer zurückgreifen und eben doch dann ins Internet gehen oder auf weitere Ressourcen zurückgreifen. Unter anderem natürlich auch kommt in jüngster Zeit die Nutzung von ChatGPT dazu, welches durch einen zweiten Rechner oder durch die virtuelle Maschine oder was auch immer genutzt werden kann. Mit anderen Worten, bei dieser Art von Klausur hat das Aufsichtspersonal, das während der Klausur versucht, Stichproben durchzuführen, relativ begrenzte eine Überwachungs- und Eingriffsmöglichkeiten. Da gibt es nun die Möglichkeit, die in den USA bereits von Universitäten meines Wissens intensiv genutzt wird, in einigen wenigen Fällen bisher auch in Deutschland, zum Beispiel bei der Hochschule Fresenius, die sagen, ja, die Studenten, die die Klausur in Präsenz an der Uni schreiben und die Studierenden, die die gleiche Klausur zur gleichen Zeit bei sich zu Hause schreiben, wieder auf ein Level zu setzen, muss ich eben die letzteren Studierenden etwas mehr überwachen. Das nennt man dann Proctoring. Da gibt es verschiedene Institute, die dies anbieten. Und da wird dann zunächst mal die Prüfungsumgebung kontrolliert. Das heißt, es wird dem Studierenden vor Beginn der Prüfung aufgegeben, mit der Webcam einen 360-Grad-Schwenk durchs eigene Zimmer zu machen, um zu sehen, ob das da niemand, dass da keine zweite Person drin ist, dass da keine Spickzettel sind, ist natürlich auch nur bedingt hilfreich, weil die zweite Person könnte ja nachher während der Klausur immer noch reinkommen oder die Spickzettel könnten im anderen Zimmer liegen. Deswegen wird natürlich das Verlassen des Arbeitsplatzes, an dem die Klausur geschrieben wird, strikt kontrolliert. Gut, das ist natürlich auch so, wenn ich die Klausur in Anwesenheit an der Universität schreibe, auch so. Da hat die Universität dann aber die Möglichkeit, Toilettenräume etc. strikt zu kontrollieren und diese Möglichkeit besteht zu Hause nicht. Deswegen gehen manche Universitäten im angloamerikanischen Raum sogar über zu sagen, dass der private Raum, in der der Studierende sitzt und an seiner Klausur schreibt, während des gesamten Klausurzeitraums eben nicht verlassen werden darf. Das geht vielleicht noch bei 45 Minuten, aber wenn die Klausur ein bisschen länger dauert, kann das schon mal zu Problemen führen. Weiters werden im Rahmen von Proctoring dauernd und nicht nur im Rahmen von Stichproben das Mikrofon, die Webcam, der physische Standort wird überwacht, ja und sogar Kopf-, Mund- und Augenbewegungen. Und es gibt im Rahmen von Proctoring künstliche Intelligenz, welche bei bestimmten Kopf-, Mund- und Augenbewegungen, ich mache zum Beispiel mal gerade so, automatisch Alarm schlägt. Das heißt, wenn ich länger als nur wenige Sekunden so mache, wird mir dann schon unterstellt, dass es sich um einen Täuschungsversuch handeln könnte. Was so sein könnte, was aber auch ganz anders sein könnte. Vielleicht habe ich nur während der Klausur mal für eine Minute lang das Bedürfnis, eine Minute lang aus dem Fenster zu gucken, um mir den blauen Himmel anzugucken. All diese personenbezogenen Daten werden dauernd aufgezeichnet. Es findet also nicht nur, wie das
in Baden-Württemberg durch das Landeshochschulgesetz gestattet ist, eine Videoüberwachung statt, sondern die Daten werden auch aufgezeichnet. Bei den Kopf-, Mund- und Augenbewegungen handelt es sich um biometrische Daten im Sinne von Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung, deren Verarbeitung sehr, sehr strengen Voraussetzungen unterliegt. Mit anderen Worten, wenn eine Universität hingeht und Proctoring durchführen will, bewegt sie sich auf datenschutzrechtlich sehr, sehr dünnem Eis. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Was machen, wie lösen wir dieses Dilemma? Also das Spannungsverhältnis zwischen dem Anspruch auf Chancengleichheit unter den Bedingungen theoretisch und auch praktisch zahlreicher denkbarer Täuschungsmöglichkeiten einerseits und den Anforderungen des Datenschutzes Entschuldigung, ist bei den Closed-Book-Klausuren, die in Absenz geschrieben werden, prinzipiell nicht einwandfrei lösbar. Es gibt übrigens eine Studie, demzufolge bei Präsenzklausuren 31% aller Studierenden gesagt haben, dass sie grundsätzlich bereit wären, zu Täuschungsmöglichkeiten zu greifen. Bei Absenzprüfungen, also den Closed-Book-Klausuren, lag diese Zahl bei 62%. Also ist die Bereitschaft, die theoretisch denkbaren Täuschungsmöglichkeiten zu nutzen, in substanziellem Umfang größer. Die Alternative wären zum einen Open-Book-Klausuren oder aber digitale Klausuren werden geschrieben, aber eben in Präsenz. Wie schon beschrieben, wahlweise bring your own device, die Studierenden bringen ihre eigenen Geräte mit oder Chromebooks als Alternative. Denn die Durchführung von Closed-Book-Klausuren in privaten Räumlichkeiten stößt auf meines Erachtens prinzipiell nicht lösbare Probleme. Damit komme ich zum Ende meines Vortrags. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Chatbeiträge, die ich bis jetzt noch keine Gelegenheit hatte zu lesen, oder auf Ihre mündlichen Beiträge. Vielen Dank. In der Tat, Herr Krämer, haben wir zwei Nachfragen. Und zwar haben wir einmal ganz zu Beginn die Frage gehabt, als es um den Datenschutz ging, sind Datenschutzverstöße aus Baden-Württemberg seit 2020 bekannt? Frag Ute Lübcke. Das ist mir leider nicht bekannt, dazu muss ich passen. Also Datenschutzverstöße gibt es praktisch immer. Im Rahmen von Prüfungen, insbesondere der hier in meinem Vortrag beschriebenen Prüfungen, ist mir das bisher nicht bekannt. Aber was ich weiß, ist, dass es von Studierenden in relativ vielen Fällen Beschwerden gegeben hat und auch schon Klage eingereicht wurde, nämlich in Fällen, dass Studierende bei schriftlichen digitalen Prüfungen in Absenz ein Täuschungsverhalten unterstellt wurde. In einem mir bekannten Fall auch deswegen durch Rausgucken, aus dem Fenster gucken. Dagegen wurde geklagt, meines Wissens erfolgreich. Ja, interessant. Ich glaube, das schließt so ein bisschen auch an die andere Frage an von der Laser Seibel, die fragt, wie kann man denn hier einen Täuschungsversuch nachweisen? Und das bezog sich aufs Proctoring vor allem und auch auf dieses Beispiel mit, oh, ich habe aus dem Fenster geguckt und ja. Ja, kann man nicht. Es wird da im Vorhinein werden natürlich die Studierenden entsprechend aufgeklärt. Das muss ja sowieso sein. Es wird den Studierenden vor der Prüfung gesagt, dass das passiert während der Prüfung. Es findet auch ein Eye-Tracking statt. Richtet euch darauf ein. Und das ist eigentlich alles. Aber ein Nachweis, dass ja gut, wenn der Spickzettel direkt hinter der Kamera liegt, ist natürlich klar, dann liegt ein Nachweis vor. Aber andernfalls ist das praktisch nicht nachweisbar. Gibt es sonst noch Fragen an Herrn Krämer oder ist die Frage jetzt überhaupt ausreichend beantwortet worden? Ansonsten finde ich, dass Ihr Vortrag ist super abgebildet hat, was in welche Richtung wir uns jetzt eigentlich bewegen, worauf wir gucken müssen und was ist eher eben, wo sollte man die Ressourcen einsparen, wenn man das so sagen möchte. Genau, da ist noch eine Frage beziehungsweise Anmerkung von Wolfgang Meixner. Closed-Book-Prüfungen sind online schon durchführbar.
war, wenn man die Frage per Zufallsgenerator den Studierenden zuordnet, Zeitlimits für die Beantwortung einzelner Fragen stellt und unterbindet, dass man zu früheren Fragen wieder zurückspringen kann. Zeitlimit für die Beantwortung einzelner Frage ist natürlich insofern, bringt uns natürlich insofern ein bisschen weiter, weil ich dann schon aus Zeitgründen als Prüfling nicht die Möglichkeit habe, lang irgendwie nach einem Spickzettel zu suchen, der genau diese gestellte Frage jetzt beantwortet. Klar, das macht es ein bisschen besser, aber nicht grundsätzlich besser, meines Erachtens, weil ich dann immer noch die Möglichkeit habe, wenn ich schnell bin, die Frage anderweitig zu beantworten, oder es ist eine zweite Person im Raum, die mir diese Frage schnell beantworten kann. Dann fragt Martin Drossos, trifft man sich gleich am Netzwerktisch? Herr Krämer, haben Sie zufällig einen angegeben oder? Ich glaube ja. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wo ich da hinkomme. Und zwar, das sage ich vielleicht auch nochmal an alle, die gleich Interesse haben, da nochmal kurz in den Diskurs zu kommen. Wenn Sie in der Lobby rechts unten, also wieder aus diesem Fenster hier rausgehen, aus unserer Session rausgehen, rechts unten in der Lobby finden Sie ein Klickfeld mit Netzwerktisch. Und wenn Sie da unten rechts auf die Lupe klicken, können Sie auch dann direkt mal gucken, ob der Thementisch benannt ist wie diese Session hier und sich dann dort einfinden. Das ist super. Dann haben Sie 20 Minuten noch Zeit, nochmal weiter über die diversen Dinge zu sprechen, die ja auch schon angerissen worden sind. Ganz genau. Es kam gerade die Frage, wäre es möglich, die PowerPoint-Präsentation zum Downloaden zur Verfügung zu stellen? Das mache ich gerne. Oben ist ein Symbol mit einem Pfeil nach unten im Schloss. Ist das das Symbol, welches das Download ermöglicht? Ich weiß gar nicht, ob die Audience es sehen kann. Sie müssten mal in der Content Library schauen und dort Ihre Slides freigeben. Ah, okay. Da müsste es eine Option geben, wenn Sie auf die drei Pfeile gehen, dass man ja. Die, ja, okay, auf perfekt. Die. Hat sogar schon funktioniert. Ja, super. Ah, okay. Alles klar, super. Gut, sonst noch irgendwelche Fragen, die wir vielleicht auch übersehen haben? Ah ja, hier von Barbara Wirth, und zwar Einwilligung des Proctorings müssen vorab von den Studierenden eingeholt werden. Kann das vor jeder Prüfung oder generell für das Semester erledigt werden? Ja, mit den Einwilligungen zum Proctoring ist das so eine Sache. Grundsätzlich hilft das im Datenschutz eigentlich immer ganz gut weiter. Vorausgesetzt, es besteht zwischen demjenigen, der um die Einwilligung bittet und demjenigen, der sie erteilen soll, kein hierarchisches Verhältnis. Und die Studierenden sind ja angewiesen, an der Prüfung teilnehmen zu können. An und für sich schon, auch außerhalb der Prüfungssituation, stehen sie auch in der heutigen Zeit gegenüber der Universität in einem gewissen hierarchischen Verhältnis. Allgemein wird das eher angezweifelt, dass man hier von einem ganz hierarchiefreien Verhältnis sprechen kann. Deswegen würde ich eher nicht sagen, dass wir mit der Einwilligung hier weiterkommen. Ich meine, was ist, wenn die Einwilligung nicht erteilt wird? Dann kann der Prüfling eben an der Prüfung nicht teilnehmen. Ja. Gut, angesichts der Zeit, wir haben jetzt nur noch 10 Sekunden Zeit, würde ich sagen, schließen wir die Session. Denken Sie dran, ich glaube, es gab 1, 2 Fragen noch im Chat, die man super noch an dem Netzwerktisch dann diskutieren könnte. Wie gesagt, gleich in der Lobby rechts unten Netzwerktische, und da müsste der jeweilige Tisch dann genauso heißen wie die Session hier. Und ich würde sagen, fröhliches Weiterdiskutieren. Und danke, Ralf Krämer, für den wirklich super Vortrag. Könnten Sie gerade noch mal ganz kurz beschreiben, wo ich zu dem Netzwerktisch komme? Ja, und zwar drückst du gleich zurück zur Lobby, und unten rechts müsste ein Feld sein, Netzwerktische. Wenn du das auswählst, dann siehst du dort die ganzen verschiedenen Tische, entsprechend genannt wie die Sessions. Es ist zugegebenermaßen sich ein bisschen schwierig, da zurechtzufinden. Unten rechts ist aber ein Symbol mit einer Lupe, wo man dann nochmal nach dem Tisch suchen kann, der, wie gesagt,
wie die Session heißt, deswegen einfach eingeben, Datenschutz und digitale Prüfungen, und dann müsste der Netzwerktisch aufploppen und Sie können weitere 20 Minuten diskutieren. Also wenn ich in der Lobby bin? Ganz genau, ganz genau. Es gibt leider keine Direktverbindung. Und falls kein Netzwerktisch eingerichtet ist, probieren Sie es einfach. Es gibt immer ein paar Netzwerktische, die umbenannt sind, und dann finden Sie sich da ein. Ah, ich sehe jetzt gerade die Netzwerktische. Das sind aber ziemlich viele. Welcher ist das jetzt nochmal? Richtig. Der müsste so benannt sein wie die Session hier selber. Wenn Sie das vorher gekreuzt haben, ich möchte einen Netzwerktisch einrichten. Wenn nicht, haben wir die Möglichkeit oder habt ihr die Möglichkeit, nochmal einen Netzwerktisch, einen umbenannten Netzwerktisch zu besuchen. Ihr müsst euch nur irgendwie einig werden, an welchen ihr rantritt. Vielleicht kann ja eben kurz mal jemand schauen, ob es vielleicht einen Netzwerktisch gibt, der entsprechend benannt ist. Also ich sehe Netzwerktisch mit meinem Vortragsthema. Ach, super. Doch, und Moment, da müsste das sein. Ja, es gibt schon einen, genau. Super, dann würde ich sagen, diskutieren Sie da fleißig weiter. Vielen Dank für die Session, die wird jetzt beendet. Dankeschön. Bitteschön, tschüss.